Hui, das war knapp. Der Creeper kommt uns zum Glück nicht hinterher. Ja, klasse. Ja, ich bin gerade echt abgelenkt von den ganzen Zombies, deswegen rede ich hier gerade so wenig. Ja, mit dir möchte ich jetzt auch nicht unbedingt gerade. Oh, ey, das regt mich auf mit dem Portal hier. Warum funktioniert der Scheiß nicht? So. So. Okay, reden wir mal. Wir wollten ja über Musik reden. Und zwar. Jeder hat seinen eigenen Musikgeschmack. Und da ist mir letztes Mal habe ich mal drüber nachgedacht, so. Ja, das tue ich manchmal. Ich denke manchmal über Dinge nach. Dann habe ich mir überlegt, das heißt ja übelst oft, oh, die Musik ist scheiße. Und der kann nichts. Und dann denke ich mir immer so, Gut, ich sage das auch manchmal. Ich bin da jetzt nicht ausgenommen, aber im Nachhinein denke ich mir dann immer so, wenn man so einen Satz raushaut, sollte man eigentlich mal überlegen, was der Typ kann und was man selbst kann. Wie gesagt, ich nehme mich da jetzt nicht raus. Ich habe auch schon öfters gesagt, oh, der kann nichts. Zum Beispiel bei Moneyboy. Das ist ja so die typische Antwort, wenn es um Moneyboy geht, oh, der kann nichts. Wenn du es genau nimmst, der Typ hat mehr erreicht als du selbst. Und du wirst wahrscheinlich auch nie in deinem Leben, wie auch immer du jetzt sein magst, so viel erreichen. Also kannst du nicht sagen, der kann nichts. Ganz einfach, vielleicht kann er weniger als die anderen. Aber nichts wird er bestimmt nicht können, sonst wäre er kein Superstar. Oder was weiß ich, was es für hässliche Beispiele gibt für Leute, die was können. Ich denke mal, ihr versteht, was ich da meine. Und deswegen, also ich habe mich da jetzt in letzter Zeit auch schon ein bisschen so zurückgehalten so und immer so gedacht, gut, es gibt eine Menge Leute, wo du denkst, Alter, die sind so dumm und so schlecht und... Aber ich weiß nicht, ob jetzt die Bezeichnung der kann nichts oder die kann nichts oder was weiß ich, jetzt die richtige Umschreibung dafür ist. Oder ob man damit vielleicht jetzt nicht, ein bisschen nicht übertreibt, aber... Ein bisschen zuschauen, ach was weiß ich. Ihr wisst schon, was ich meine. Hoffe ich. Aber ja, ist mir das letzte Zeit mal so durch den Kopf gegangen. Und ich höre es auch öfters, wie gesagt, ich nenne keinen Namen. Dass jetzt jemand sagt, ich höre keinen Nike-Core oder. Ja, also ehrlich gesagt sagt jeder, ich höre keinen Nike-Core. Ich bin einer der wenigen, die Nike-Core wirklich intensiv hört. Und ich meine, was ist so schlimm daran, dass man Nike-Core oder dass man, was weiß ich, wenn irgendjemand jetzt Emo-Musik hört. Gut, da würde ich wahrscheinlich auch als erstes sagen, boah, Alter, hässliche Musik, ey, ist doch nichts oder Schranz oder was es alles gibt, was man jetzt nicht unbedingt gleich als erstes hören würde, wenn man sich so sagt, ja, ich höre jetzt Musik. Aber wenn man es dann genau sieht... Es ist trotzdem Musik und die Musik gemacht haben, die haben sich, egal wie grottig die Musik auch ist, meistens eine Menge Arbeit gemacht. Das ist genauso wie wenn du auf YouTube ein Video hochlädst. Das Video an sich trifft jetzt vielleicht nicht den Geschmack von dem Zuschauer. Der Typ, der das Video hochgeladen hat und das gemacht hat, hat vielleicht 15 Stunden oder was weiß ich wie lange in das Video investiert und massig Zeit und vielleicht sogar Geld, weil er sich irgendwas dafür gekauft hat oder was weiß ich. Und dann kriegt er da Minusklicks auf sein Video. Das hatte ich bei einem gesehen. Ach, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das war auf jeden Fall auf YouTube. Das Video an sich war gar nicht so schlecht, wenn man genauer drüber nachdachte. Im ersten Augenblick erschien es ziemlich grottig, aber wenn man nochmal ein zweites Mal sich's angehört hat, dann klang es eigentlich nicht so schlecht. Und er hat auch drunter seine Begründung drunter geschrieben, warum das so komisch klingt.
da hat, waren so viele Minus-Likes drunter und dann Kommentare wie du kannst nichts und so. Jeder fängt mal klein an. Ich meine, meine ersten Minecraft-Folgen waren auch nicht gut. Genauso ist es bei der Musik. Nicht jeder fängt klein an, aber vielleicht klingt manche Musik nicht so gut oder manche Musik trifft nicht den Geschmack, aber jeder gibt sich doch trotzdem irgendwie Mühe. Ob der dafür jetzt Millionen kassiert oder 5 Euro, das ist ja erstmal zweitrangig. Ich meine, was interessiert mich, was der Typ für ein Geld kriegt? Mir würde es jetzt nicht besser gehen, wenn Justin Bieber nur noch die Hälfte von seinem Gehalt kriegt. Da würde ich wahrscheinlich lächeln und mir denken, haha, er hat's verdient oder was weiß ich. Aber mir persönlich würde es trotzdem nichts bringen. Also warum sollte ich mich abfacken darüber, dass der 5 Milliarden kriegt oder was weiß ich, wie viel der kriegt. Oder dass Fußballer irgendwie Millionen in den Arsch geschoben bekommen oder... Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit den Zahlen da nicht aus. Und ich finde es schade eigentlich, dass dann immer so gleich der erste Eindruck... Oh, die Musik ist scheiße. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Deswegen habe ich auch vor 2 Jahren oder so hat das ungefähr angefangen, dass ich angefangen habe, einfach wirklich jede Musikrichtung zu hören. Und die Vorteile aus jeder Musikrichtung abgewogen habe. Es gibt wirklich Musikrichtungen, die höre ich überhaupt nicht, wie zum Beispiel dieses extreme Hard Metal. Aber wenn ich genau drüber nachdenke, auch in diesem Hard Metal oder Hardcore Metal Zeug steckt auch Rhythmus und so ein Zeugs drin und was weiß ich und Pipapo und Bimbambu. Aber es ist halt nicht mein Fall. Da sage ich halt, gut, die Musik gefällt mir nicht, aber nicht, die Musik ist scheiße, die können nichts. Naja. Nur mal so, um in sich zu gehen. Es wurde sich auch gewünscht von einigen meiner Zuschauer, Hörer, dass ich über aktuelle Themen rede, was sich etwas schwierig gestaltet, da ich weder Fernsehen gucke noch Radio höre. Das Weitere könnte ich allerdings ändern, indem ich einfach mein Radio ins Zimmer stelle. ja. Nee, ich werde auch dafür, ich werde mich drum kümmern, dass ich aktuellere Dinge so mal mit einbeziehen, die Let's Plays, aber es sollte dann halt nicht zu politisch, ich rede zum Beispiel nicht allzu gerne über politisches Zeug und so, weil das ist ein Spaß-Let's Play, der soll Fun machen. Fun machen! Und total gechillt durch die Musik sein. Da sollte man jetzt nicht allzu viele solche negativen Themen. Entschuldigung, ich muss mich gerade räuspern, ich habe mich verschluckt. Ich würde mal ganz kurz etwas trinken, während ich weiter Steine abbaue. Ich bin in 5 Millisekunden wieder da. Ah. Ja. Das hat gut getan. Es waren natürlich nur 4 Millisekunden, denn ich habe mich extra beeilt für euch. Ja. 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 So. Und ich würde sagen, jetzt machen wir hier erst bei den Anfang ein bisschen ausführlicher, denn ich habe hier manchmal echt übelst Schiss runterzufliegen. Und so langsam sollten wir auch anfangen, uns eine ordentliche Behausung zu bauen. Und da können wir mit dem Vorplatz hier auf jeden Fall schon mal anfangen. Würde ich sagen, bauen wir uns mal hier rum. So. Blub, blub, blub. Ich kann auch bei jedem Stein, den ich jetzt setze, irgendein komisches Geräusch machen, wie zum Beispiel, Moment. Ding, ding, ding. Ding, ding. Ah, ding, 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 ding. Ja, okay, ich lasse das lieber. Das würde mir schon selbst irgendwann auf die Ketten gehen, aber ich denke mal, euch geht's noch mehr auf die Ketten. Das war nicht witzig. Nein, das war nicht witzig. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal jetzt eine Axt fürs Holz, eine neue Spitzhacke für den Stein, eine Schaufel, eine Sense haben wir noch, dann machen wir uns noch eine zweite Spitzhacke und natürlich noch ein Schwert.